Geschätzte Fußballfreunde, herzlich willkommen. Ein weiterer Expertentag im Rahmen von der Fußball-WM-Qualifikation für Südafrika steht an. Die Liechtensteiner Fußballnationalmannschaft bereits im Hintergrund im Training für das Spiel hier gegen Finnland im ehrwürdigen Olympiastadion. 1952 sind hier die olympischen Wettkämpfe ausgetreten worden. Ein Stadion, 37.000 Sitzplätze, das ganze Land hätte Platz auf einmal. Und für das Spiel sind etwa 20.000 Karten verkauft. Also es gibt eine tolle Atmosphäre. Und der Expertentag beim zweitletzten Auswärtsspiel von dieser Quali. Und ich darf die Herren vorstellen, zwei sind eigentlich Stammgäste bei uns und wir haben jetzt ein neues Gesicht dabei. Und mit dem fangen wir gerade an. Es ist der Pascal Hardegger, der zum ersten Mal auswärts mit dabei ist für das Radio Liechtenstein. Ihn wird man dann live hören im Sender. Dann in der Mitte vom Liechtensteiner Volksblatt, Jan Stärker. Hochgefühl, sein FC Nürnberg ist wieder in der Bundesliga. Man sieht ihm an, der Smile ist voll aufgezogen. Und der Ernst Hasler, nicht wegzudenken vom Liechtensteiner Vaterland. Er, der dritte Mann in unserer Runde. Und wir fangen gerade an mit dem Ernst. Eigentlich von der Voraussetzung her, Ernst, kannst du die Liechtensteiner Brille wieder aufsetzen, denke ich. Weil die Liechtensteiner Nationalmannschaft reist einmal mehr als Aussenseiter in ein WM-Qualifikationsspiel. Finnland mit starken Auftritt. Unter anderem in Wales gewonnen, da gegen Deutschland 3-3 gemacht. Also die Rollen sind effektiv klar verteilt. Also ich habe keine Liechtensteiner Brille an, auch keine Liechtensteiner Platte oder Schallplatte. Das noch schnell mal an dir erwähnt. Da sind die Rollen klar verteilt, weil Finnland hat noch eine winzige Chance, sich zu qualifizieren für die WM-Endrunde. Sie liegen verlustpunktmäßig knapp hinter den Russen, haben also wirklich eine echte Chance, zumal sie ja 4 Tage später da gegen Russland spielen. Und deshalb wollen sie natürlich die Hausaufgaben machen, sprich gegen Liechtenstein gewinnen. Also wird eine schwierige Geburt für die Liechtensteiner, weil die werden sehr aggressiv zur Sache gehen. Sie haben auch die Erkenntnis gewonnen, dass die Liechtensteiner, dass man die nicht spielen lassen darf, dass man aggressiv draufkommen muss. Und das wird man da auf die erste Minute weg bestimmt sehen bei den Finnen. Ich denke, wenn man von der Stärke der Finnen redet, dann muss man den Jan stärker ins Spiel bringen. Nomen et omen, Jan. In der Vorbereitung, wenn man die Mannschaft anschaut, wo sind die Stärken der Gastgeber? Ja, ganz klar. Die körperliche Stärke ist klar. Die haben relativ leichte Spielweise, britisch, hoch nach vorne. Aber die haben natürlich alles große, robuste Spieler. Alle Abwehrspieler sind, glaube ich, 1,90 oder größer. Das heißt schon was. Da werden unsere sicherlich Schwierigkeiten haben, weil man einfach von der Größe her nicht mithalten kann. Und haben natürlich klasse Spieler wie Jari Littmann, Legende, europäischer Spitzenspieler seit 15 Jahren, glaube ich schon. So, da ist sicherlich was geboten, auch von der Qualität. Die Mannschaft von Bidu Zaugt tut sich vorbereiten. Pascal, du bist dabei gewesen, du hast schon im Liechtenstein in Jahn, hat man dich auf dem Platz gesehen, hast zugeschaut beim Training, auch jetzt wieder sehr enger Kontakt mit der Mannschaft. Was hast du für einen Eindruck von der Truppe? 16 Spieler sind mitgereist. Ich denke, einen guten, vor allem auch, wenn man in Gesichter schaut. Das ist eine Mischung, die es muss ausmachen muss. Also zum einen Lockerheit, Freude, Spass. Und zum anderen sind sie eben auch konzentriert, versuchen das gut zu machen und werden sie so hinkriegen. Also die Mischung, denke ich, ist gut und darum für mich der Eindruck gut. Der Eindruck gut heisst noch lange nicht, dass man dann noch ein gutes Spiel gesehen hat. Welche Erwartungen hast du in der Partie, Finnland, Liechtenstein? Eigentlich keine, aber ich hätte gerne, wenn sie wieder mal würden treffen, also wenn sie wirklich das Auswärtsgoal mal machen, das Goal überhaupt wieder mal treffen. Im März 08, wenn ich richtig recherchiert habe, war das Goal von Burgi in Malta, wieder hoch in Niederlage. Und es wäre wirklich Zeit, und ihnen auch zu gönnen, wenn sie wieder treffen würden. Stichwort Treffen, Jan. Da war Finnland, Deutschland. Finnland hat 3-mal geführt, am Schluss war es 3-3. Wir sehen, die Finnen können offensiv auch einiges bieten. Ja, das ist ja, wir haben ja auch die Qualität, was ich schon gesagt habe mit Littmannen. Der ist zwar schon 38, aber natürlich immer noch ein Topspieler. Dann Forsell spielt Bundesliga, jahrelang in England gewesen als Stürmer dabei. Der Eremenko auch natürlich von Dynamo Kiew ist natürlich auch sehr, sehr guter Spieler, hat mit Mario Frick in Siena zusammengespielt. Also ich sagte, die Qualität ist da, die können auch nach vorne spielen, haben natürlich auch noch die Robustheit dazu dann auch noch von den Verteidigern. Gerade bei Standardsituationen sehr gefährlich. Also wird schwierig werden, gerade zu Hause, heimstark auch noch. Also wird ein schwieriges Spiel. Anspruchsvolle Aufgabe, Ernst, da sind wir uns alle einig. Die Mannschaft von Finnland gespickt, also sie spielen in Deutschland, in England, auf dem Englischen, auf der Insel, in einigen Vereinen aufteilt, in Russland, in Ukraine. Also eine richtig gute, zusammengewürfelte Mannschaft. Das letzte Spiel, hier gegen Aserbaidschan, OS-0, dank einer Penalty. Wenn man es anschaut, man kann ihn gehen. Also man sieht hier, es gibt enge Spiel mit Finnland. Zu viel Respekt wäre aber auch die falsche Einstellung für die Liechtensteiner. Siehst du ähnlich?
Ja, zu viel Respekt ist immer falsch, weil dann erstarrt man vor Ehrfurcht und dann geht meistens nicht mehr, dann verklebt man sich, dann kommt man in eine Verkrampfung und dann traut man sich auch fast nicht mehr zu. Also dann Fehler häufen sich dann meistens und aus den Fehlern gibt es dann meistens dumme Ballverluste und dann wird es wahrscheinlich meistens schief gehen, die ganze Geschichte. Also ich sage auch, es muss eine Portion Mut auf den Platz, es muss Selbstbewusstsein auf den Platz und ein paar haben das, Gottlob. Momentan sagen die Stoklasen, die bei Reiten eigentlich auf einer Erfolgswelle reitet, dann und Polverino, wo er abgestiegen ist, hat schon von den wenigen von uns, die die ganze Saison bis jetzt auf die Schlussphase, wo er verletzt war, immer Gas gegeben hat, wo immer gut drauf war. Und das sollte man hier bringen und der Martin Bühl sollte auch noch ein bisschen vom Schweizer Meistertitel ein bisschen mitnehmen können, eine Portion. Wenn er das überbringt, dann hätten wir mal drei, sagen wir mal drei zentrale Spieler, die da schon ein bisschen Rundstil ausmachen können. Und wenn ich daran denke, dass Mario Frick in dieser abgelaufenen Serie A-Saison 3x1-0 geschossen hat, zum Sieg von AC Siena, dann sollte das wieso nicht hier schon wieder möglich sein. Und heute zum Abschluss machen wir mit unseren drei Experten die Aufstellung. Der Ernst, der Jan und der Pascal dürfen Nationaltrainer spielen. Der Pascal ist ein bisschen im Hintertreffen, weil er das erste Mal dabei ist. Die anderen beiden Herren die haben schon des Öfteren das etwa können machen. Darum fangen wir mit dem Pascal mit der leichtesten Aufgabe an. Denke, wer spielt bei deiner Aufstellung für Liechtenstein im Goal? Da entscheide ich mich klar für den Peter Jähle. Mit dem Peter Jähle können wir alle, denke ich, recht gut leben. Kommen zur Abwehr, das ist der Job von Jan Stärker. Und wie sich's gehört, fangen wir natürlich von rechts nach links an. Jan, wer spielt bei dir in der Startformation? Ja, rechts hinten, Franz Josef Vogt hat gegen Deutschland und auch gegen Russland sehr gut gespielt auf der Position. Daneben Martin Stoglaser, ganz klar Abwehrchef. Dann neben ihm sein Bruder der Michael als Innenverteidiger, auch gute Leistung gebracht, die letzten beiden Spiele. Und links dann Franz Burgmeier muss leider zurück, weil der Yves Oerrie ja eine Knöchelverletzung hat, nicht mitreisen konnte. Das sind die vier, die hinten das zusammenhalten. Jetzt bauen wir natürlich auf dieser Formation auf. Ernst, jetzt bist du gefordert, das Mittelfeld ebenfalls von rechts nach links, ohne irgendetwas umzustellen. Wer könnte man jetzt dort bringen? Gut, wer einbringt, ist ja nicht das Entscheidende. Ich glaube, was der Trainer bringt, ist entscheidend. Wenn er wird von rechts der Marco Ritzberger auflaufen lassen. Im Zentrum wird der Ronny Bühl und der Martin Bühl spielen. Wobei der Ronny eher die linke Position einnimmt und auf der linken Außenbahn spielt der Benjamin Fischer. Dann haben wir noch Stürmer. Ja, der Sturm, natürlich, das ist interessant im Ganzen. Da wird der Polverino als hängende Spitze spielen. Es ist sehr gut aufgegangen gegen Russland. Leider zwar kein Goal erzielt, aber doch viele gute Chancen erarbeitet. Eher aggressiv und entschlossen, immer nach vorne denkend. Und ganz vorne natürlich der Mario Frick. Ich wünsche mir natürlich, dass der Mario sich ab und zu fallen lässt, weil jeder Pass kommt nicht an nach vorne. Es wird unser Problem sein gegen die robusten Finnen. Deshalb, ja. Ich glaube, wenn sie sich abwechseln, dann vorne die zwei, dann haben wir dort keine schlechte Zange. Und absolut jetzt der Schluss von allen drei Herren. Ich hätte gerne die Schlagziele vom Matchbericht Finnland-Liechtenstein. Im besten Fall, Ernst, wie könnte ich im Vaterland ausschauen? Es ist nicht so einfach. Ich wäre ja Prophet, wenn ich es jetzt schon wissen würde. Also, man hat mir zwar schon nachgesehen oder gesehen in diesem Bericht vorschreiben. Aber ich glaube, das ist nicht, kann man nicht wirklich, sondern man kann höchstens spekulieren, ein bisschen offen. Man hat natürlich immer ein bisschen das positive Gedankengut in sich drin. Und darum wünsche ich mir natürlich, dass ich gerne schreiben würde. Sensation oder endlich ist der Knoten geplatzt, wenn ich in Bezug auf Goal nehme. Aber wie gesagt, das ist halt Spekulation. Wie schaut es bei dir aus, Jan? Ja, also am Montag wird es dann zu lesen sein. Sensation, Martin Bügel schickt Tiihinen in die Nationalmannschaftsrente, weil da gibt es ja diese Wette zwischen den beiden, dass er in Liechtenstein einen Punkt holt oder gewinnt, dass der Tiihinen zurücktritt. Und das wird dann auch der Fall sein. Pascal, kannst du dir schon vorstellen, was der letzte Satz wird sein nach der letzten Einschaltung aus dem Olympiastadion von Helsinki auf Radio Liechtenstein? Dass wir werden am Sonntag mit dem Interview vom Tiihinen glänzen, nach seinem Rücktritt.